Hey Leute, was geht ab? Ich bin tatsächlich auf dem Weg zum ersten NFL-Spiel in der Geschichte in Deutschland. Heute wird Tom Brady am Start sein, der ja zurzeit auch in den Schlagzeilen ist, weil er sich gerade von Gisele Bündchen scheiden lässt. Daher kennt ihn meine Schwester. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung von Football, aber wer mich kennt, weiß, dass mich meine Ahnungslosigkeit noch nie von irgendwas abgehalten hat. Es sind die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks. Ich glaube, auf dem Papier, habe ich mir sagen lassen, haben die Buccaneers bessere Chancen heute, weil sie halt eben Tom Brady haben. Tom Brady hat ja, ich glaube, 7-mal den Super Bowl gewonnen. Mehr als jedes Team auf der Welt. Total verrückt. Das stelle ich mir vor, es gäbe einen Spieler in Deutschland, der mehr Titel gewonnen hätte als der FC Bayern. Ich habe München echt lieb gewonnen in den letzten paar Monaten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vor allem hier meinen wohlverdienten Auslauf bekomme oder dass ich einfach immer in den falschen Ecken war. Ich fand München ja immer so ein bisschen, naja, kleiner Fun Fact. Ich bin beim Rückspiel Bayern gegen Paris dabei. Also Katar gegen Katar. Dieses Spiel, beziehungsweise die Karte, hat mir meine Anwaltskanzlei vermittelt. Bei der ich nicht gewesen wäre, hätte mich nicht Luke Mockridge dieses Jahr 2-mal verklagt. Also, weil Luke Mockridge nicht seinen Spaß in der Hose lassen konnte, kriege ich jetzt kostenlose Bayern-Tickets. Ich bin aber auch beim Champions-League-Spiel Dortmund gegen Chelsea. Wisst ihr, ich bin so ein Mensch, ich will einfach gute Spiele sehen. Mir ist eigentlich komplett wurscht, was für eine Sportart. Ich will einfach ein bisschen Action sehen. So, ich bin da sehr einfach gestrickt. Ich weiß, Sport in Deutschland, gerade Fußball, hat immer so was Religiöses. Man muss irgendwie zu dem einen Team gehören und dann muss man da zuschauen. Das ganze Wochenende, egal ob es einem gefällt oder nicht. Egal ob sie gewinnen oder nicht. Egal ob schönes Wetter ist oder nicht. Und dann stehen da diese ganzen armen Jungen jeden Samstag im Regen und feuern irgendeine scheiß Mannschaft an, weil ihr Vater und ihr Opa das auch schon gemacht haben. So bin ich nicht. Mir ist das wirklich alles vollkommen wurscht. Ich will einfach gute Mannschaften sehen. Ich habe mir schon Eishockey reingezogen, Basketball, Baseball in den USA. Ich habe mir Frankfurt gegen Barcelona reingezogen, wie ihr wisst, in Barcelona im Camp Nou. Es war mega geil. Und natürlich schaue ich auch gerne Champions League. Und ihr wisst ja, da kommt man am FC Bayern nicht vorbei. Wenn man hier seinen E-Roller abstellt, habe ich auch schon gemacht, muss man 25 Euro Gebühr bezahlen. Mega krasse Abzocke. Aber so ist München. Ich will jetzt einfach mal reinkommen. Ich habe gerade auch noch eins von den zwei Tickets verloren, die ich mir ausgedruckt habe. Ich habe es nämlich 2-mal ausgedruckt, das eine habe ich verloren. Das heißt, theoretisch könnte damit jemand sogar reinkommen. Das ist immer so ein ganz besonderer Kitzel, wenn man Karten auf StubHub oder Schwarz geschossen hat oder von irgendeinem Kumpel bekommen hat. Weil natürlich immer die Möglichkeit besteht, dass man irgendwie ein bisschen abgezogen wurde. Jawohl, ich bin endlich drin. Da ist die Allianz Arena. Es gab gerade noch einen riesen Zirkus, weil ich ja, wie gesagt, das Ticket 2-mal ausgedruckt habe und 1-mal davon verloren. Und weil ich es 2-mal ausgedruckt habe, nämlich 1-mal über Ticketmaster und 1-mal über das PDF, hat das PDF, was ich geschickt bekommen habe, nicht mehr funktioniert. Dann wurde das nicht akzeptiert. Hey, scheiße. Und ich dachte, ich muss nochmal komplett raus. Ich wusste nicht, ob ich einen Ticketmaster-Account habe. Es war alles super kompliziert. Aber jetzt bin ich drin und zwar als einer der Ersten, weil offiziell wird das Tor erst um 13.30 Uhr aufgemacht. Und jetzt ist 13.25 Uhr. NFL steht für Nice Fucking Life. Ich laufe jetzt einfach mal um die Allianz Arena herum. Einfach nur, um das zu feiern. Ich weiß gar nicht, ich kenne, glaube ich, gar nicht so krass viele NFL-Freaks. Der Mann meiner Cousine, die auch die zweite Trauzeugin von mir ist, der ist ein ultra krasser NFL-Freak. Hier ist mein Ticket. Puh, wo muss ich denn hin? Schon mal alle versuchen, was vom NFL-Shop zu kriegen. Da ist kein A. Da muss ich hin. Ich bin 309A. Ich hätte gerne so eine Brezel. Ich komme aus Wilhelmshaven. Oben an der Nordseeküste. Ach krass, wir sind komplett runtergefahren. Ja, gestern schön 8 Stunden Zugfahrt. Die Kollegen hier haben mich gerade erkannt. Man kennt mich, klar. Das große Ding bei dem Spiel ist, dass eigentlich die Buccaneers
absoluter Favorit wären, wenn du halt auch das Star-Aufgebot mit Tom Brady, Leonard Fournette etc. siehst. Aber die Bucks enttäuschen dieses Jahr bisher unfassbar und die Seahawks überraschen total. Wie findet ihr das, dass es hier ein Spiel in Deutschland gibt? Großartig. Also hat sich ja seit Jahren angebahnt. Diese Fanbase hier in Deutschland wächst seit Jahren um Tausende und war eigentlich abzusehen, dass irgendwann auch ein Deutschlandspiel dazu kommt. Gerade der Antrag auf die Karten zeigt halt nochmal, wie gefragt sie was ist. Ja. 3 Millionen Tickets. Ich habe auch gehört, 3 Millionen, das ist doch total krass. Ich bin völliger Football-Laie. Natürlich habe ich das ein oder andere Spiel gesehen, aber ich habe gar keine Ahnung. Was ist denn sowas, was man immer sagen kann, um gut zu klingen? So? Hochspielen, hochgewinnen. Der Quarterback ist nichts ohne seine O-Line. Mhm. Da waren die O-Liner schuld. Mhm. Ist ja klar, dass der nicht werfen kann. Und Defense gewinnt die Spiele, nicht die Offense. Ist so, genau. Nee, Offense gewinnt Spiele, Defense Championship. Richtig, genau so. Genau. Okay. Und so einer nennt sich Football-Laie. Man muss immer wie so Land gewinnen, das weiß ich. Genau. Also die stehen ja so, die Offense. Du hast das ist das Einzige, was ich eigentlich weiß. Ich weiß eigentlich immer von der einen Richtung in die andere. Und dann, wenn man einen Touchdown macht, kann man noch so ins Tor reinschießen. Genau. Das ist das Einzige, was ich weiß. Na? Eine Brezel. Ich habe mega gute Plätze. Schau mal, direkt hier an der Kante, direkt an der Treppe. Super geil. Tom Brady. Ich weiß gar nicht, was ich kaufen soll. Aber ich glaube, ich kaufe einfach irgendwas. So, jetzt habe ich mir noch einen Schal gegönnt. Ich wollte mir einen Seahawks-Schal holen, aber der war ausverkauft. Aber ich dachte mir, ich muss mir irgendwas holen. Ich bin so ein typischer Fan, den alle hassen, glaube ich. Ich gehe einfach hin. Kostet es, was es wolle, egal welches Team. Oh, es wird jetzt eingelaufen. Ich muss rein, ich merke es schon. Tom Brady ist jetzt da. I met this wonderful people here from Scotland. What's your team today? Box. Back today. I only got this because everything else was so A big game, man. We love it. Yeah. Great place. Yeah, it's such a warm place. Yeah, like, but it's expensive, man. It's expensive as hell. Well, I live in London, it's not that expensive. Yeah, okay. Compared to London, nothing is expensive. Yeah, the Seahawks are going to win it as well. We just need to see some Brady magic. So easy. Come on. So easy. Do you think he's going to deliver today? Hell yeah, he delivers every week. Go Bucks, go Bucks! Weißt du, der Unterschied zu einem Fußballspiel ist halt, dass hier dann schon allein vor dem Spiel irgendwie Kendrick Lamar läuft und so und halt nicht irgendwie. Yeah. Why is there everything queuing? Yeah. Little bars, everything queuing. It's as if no one knows how to get beer here. I don't understand. It's Germany. You guys look invented beer. Yeah. What's wrong with people? Welcome to Allianz Arena for the historic first ever NFL regular season game in Germany. Markus Söder wirft die Münze. Here to present the colors for today's game is the United States European Command Joint Color Guard. But Tom Brady has been quite sharp. Been good. Yes. The stadium is unbelievable. Really? The stadium, wow. Why? What's unbelievable about it? The way it's just everything, it's compact, it's nice. Scotland.
The stands are quite far back. Ah, okay. Yeah, I think it's amazing that like everyone can see properly. Das ist leider noch ein bisschen einseitig halt, weil die Seahawks Offense nichts hinbekommt. Also Geno Smith, weiß ich nicht, also er performt gerade nicht gut. Die Bucks Defense ist aber auch stark, das muss man halt dazu sagen. Also die lesen halt die Läufe gut und die kriegen die Runs, also es ist alles sehr, sehr gut und eng verteidigt. Die Regel ist, es gibt einen Vorwärtspass. Rückwärtspässe, so viele wie du willst. Okay. Dann wie beim Rugby. Genau. Einmal hatte ich so das Gefühl, dass ein Receiver mit dem Ball läuft und sich aber so umschaut, als ob er noch schauen würde, ob er passen kann. Aber das ja, ganz, ganz selten, dass er dann nochmal den Ball abgibt. Man muss sich einfach mal vorstellen, was hier passiert. Das ist das allererste in fucking Deutschland ausgetragene Regular Season Spiel. Das ist ein Jahrzehnt-Event, wirklich. Fand ich vor allem jetzt die letzten zwei Tage hier in München, es war krass. Also ich hätte nie gedacht, dass so viel hier los ist. Du bist in keine Kneipe mehr reingekommen, du hast nur NFL-Fans gesehen, überall. Und das habe ich so in München, ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie erlebt. Ich wollte schon so eine Insta-Umfrage machen, was ich mir holen soll. Und dann waren aber die Seahawks-Sachen komplett aus. Aha. Dann ich mir einfach so läuft es und dann erzählen, dass wir eine deutsche Neidkultur hätten. Ich habe keine Neidkultur, ich bin einfach ein total ekelhafter Erfolgsfan. Ja. Fazit ist auf jeden Fall, Football in Deutschland ist wirklich geil. Und das muss einfach sein. Es macht so Spaß, von jedem Team ist ein Fan, der mindestens, und alle haben Spaß, niemand disst sich gegenseitig, so muss das sein. Ah ja, da steht Bugs auf dem Spiel. Also noch würde ich nicht komplett ausschließen, dass da Markus steht und das Markus Söder gemacht hat. Das würde ungefähr zu seiner Selbstinszenierung und Bescheidenheit passen. Auch genial, oder wie da die Münze geworfen hat. Hat er wirklich gut gemacht, der Markus. Ja, Wahnsinn. Ich bin, da wird einem ganz warm ans Herz, wenn man das Glück hat, in diesem Bundesland leben zu dürfen. Tom Brady und Markus Söder, beide in einer... Ja, eigentlich ein Wunder, dass dieses Universum nicht implodiert ist. Hast du das nicht mitbekommen? Hier Fans. Ah, ja? Ach, ja, klar, gerne. Also kannst du Hi Hazel in die Kamera sagen. Oh ja, gerne. Hi Hazel. So, die Ware wurde übergeben. Die Suchtis sind versorgt. Perfekt. Endlich. Ja, gerne. Was sagt ihr zu der Spezi? Ja, sehr, sehr gut aus. Design wirklich echt krass. Respekt. Bombe. Richtig. Dann viel. Brust. Brust. Brust rein. Boah, lecker. Alter, hä? Alter, geil. Ist die gut? Ja. Und super. Wir Sommer. Perfekt. Könnt ihr noch meine Frau grüßen, die Hazel? Ja, Grüße gehen raus an Hazel. Schöne Grüße. Hat auch eine gute Größe, finde ich, weil es noch so ein bisschen kleiner ist. Richtig kompakt, ja.